Hallo, ich bin der Theo und herzlich willkommen zu meinem neuen Projekt. Und wie ihr seht, es ist The Darkness 2. Also es wird ein ziemlich brutales, übles, finsteres Let's Play. Nichts für schwache Nerven. Und ja, der nicht viel Blut sehen kann, der sollte dieses Let's Play lieber nicht schauen. Und ja, wir starten mal. Und zwar ein neues Spiel plus. Hab das Spiel schon mal gesuchtet vor 2-3 Jahren, wo es rausgekommen ist. Und ja, ich möchte es einfach nur kurz durchragen. Und ja. Von Anfang an. Einfach mal Gangster, ganz einfach. Ja, wie gesagt, es wird übelst brutal. Aber wegen dem spiele ich es nicht. Wegen der geilen Comic-Grafik und allgemein das Setting. Erst als Gott meinte, es werde Licht, wurde es hässlich. Erst war es harmlos. Ein Planet hier, eine Sonne da und so. Als nächstes waren da Menschen und Kühe und Zeugs. Jede Menge, überall. Natürlich, klar, die Finsternis war angepisst. Von damals an zog die Finsternis durch die Welt, in einem menschlichen Träger nach dem anderen. Jeder von ihnen dachte, er wäre ihr Meister. Aber du besitzt die Finsternis nicht. Die Finsternis besitzt dich. Vorwärts zu einem Jackie Estacado. Der Standardtyp. Null Familie, null Hoffnung, null Zukunft. Er war am Ende genau da, wo man es erwartet und ballerte Leute für die Franchetti-Familie um. Das Leben war insgesamt ziemlich düster für Jackie. Dann kam sein 21. Geburtstag und alles wurde noch düsterer. Man mag glauben, ein paar Superkräfte wären ganz cool für Jackie. Naja, bei seinem Beruf als Killer und so. Und wäre da nicht dieser Dämon in ihm, käme das hin. Denn die Finsternis machte Jackie nicht nur stärker, sie machte aus ihm einen Gott. Aber nur, wenn das Licht aus war. In 0, nichts war die Mafia hinter Jackie her, wollte seinen Tod. Einfach so, die New York City Mafia gegen Jackie und die Finsternis. Doch so düster es auch war für Jackie, es gab noch Licht in seinem Leben. Und ihr Name war Jenny. Diese Kids, die waren lange zusammen. Ich denke nicht, dass jemand widersprechen würde, dass sie zusammengehörten. Und das ist wohl die Tragödie daran. Die Mafia war noch hinter Jackie her. Sie wussten, der schnellste Weg, ihn zu kriegen, wäre, ihm den Sinn des Lebens zu nehmen. Jenny zu töten, war so ziemlich das Dümmste, was die Mafia tun konnte. Damit hatte Jackie nicht nur nichts mehr, wofür er lebte, er hatte nichts mehr zu verlieren. Und die Finsternis? Jackie konnte sie viele Jahre lang unterdrücken, aber so sehr er es auch versucht, niemand kann die Nacht verhindern. Wenn er dieses Ding in sich nicht bald kontrollieren kann, wird bald nichts mehr von ihm übrig sein. Dann wird Jackie nur noch eine leere Hülle sein. Und das ist es, was die Finsternis will. Ja. Das, was der Psycho-Clown gerade erzählt hat, das war Teil 1. Der Vorgänger. Kurz bevor mein Vater starb, sagte er mir: Jackie, vor dem Schicksal kannst du nicht fliehen. Aber versuchen musst du es verdammt nochmal. Da war etwas in mir. Etwas Schreckliches. Und es wollte raus. Als es raus war, musste ich zusehen, wie der einzigen Person, die mir je wichtig war, der Schädel weggepustet wurde. Dann gab es mir die Macht, die Dinge gerade zu rücken. Zeug, das man sonst nur aus Albträumen kennt. Das Töten machte es nur stärker, schwerer zu kontrollieren. Doch am Ende konnte ich es begraben. Aber seitdem sucht es nach einem Weg hinaus. So, es nennt sich selbst, und es geht los. Die Finsternis.
Jackie, schön dich zu sehen. Komm rein. Hi, Vinny. Wie geht's der Familie? Welcher? Hey, Jackie. Sieh dir mal die Hupen von der Brünetten rechts von dir an. Das ist links von ihm, Schwachkopf. Hey Jackie, guck mal, sie haben ein Bild von deinem Dad aufgehängt. War ein guter Mann, dein Vater. Guter Mann. Hey Mann, hör auf, dich hängen zu lassen. Komm schon, Boss, sie haben dir deinen Tisch fertig gemacht. Die Zwillinge warten schon. Großartig. Hey Enrico, ich hab dir die Karten für das Spiel besorgt. Geht auf mich, mach's gut. Frankie, alles klar? Mr. Galvani, schön, dass Sie wieder in der Stadt sind. Ja, richtige Mafia-Atmosphäre hier. Yo, Billy, wie geht's dir? Nicht schlecht. Hey, Kellner, komm mitnehmen, bitte. Schnell, schnell, ich hab's eilig. Oh, tut mir wirklich leid, Gaston. Bitte sehr, Boss. Na da, schau mal dahin. Wen haben wir denn hier? Hannelore und Waltraud, hallo! Jackie, erinnerst du dich an uns aus dem Candy Club? Oh ja. Na, was ist? Na klar tut er das. Vertraut mir, ich wünschte, ich würde. Bah! Scheiße! Jackie, warte! Nein! Hannelore! Waltraud! Nein! Dead Darkness 2. Oh Scheiße! Seht euch sein Bein! Billy, was macht ihr? Jungs, geht vor! Ich bring Jackie hinten rum raus! Jackie, hör mir zu! Ich bring dich hinten rum raus! Nimm du das hier! Halt uns diese Kerle vom Hals! Vinny! Ich werde diese Schweine abschaffen! Ja! Oh. Jackie! Willkommen in die Finn! So. So, das war voll in der Kopf. Bam, bam. So. Das tut weh. Muss zu Atem kommen. Oh, gib mir eine Minute, Jackie. Ich habe ewig nicht trainiert. Ah. Das wird dir zurück. Kommt her. Ich kann die Küche von hier aus sehen. Wir können fliehen, aber du musst beide Knarren nehmen, damit ich dich stützen kann. Ja, ist gut. Oh. Ja, so liegen wir es. So, in die Küche haben wir es geschafft. Aber wir werden durchlöchert. Ich rieche Gas. Beeilung, Vinny! Nein! Ich bin da drin! Gib mir das Feuerzeug! Wir müssen hier raus! Ja,
voll mit Action geht's gleich von Anfang an los. Das gefällt mir. Na, warte, dich krieg ich. Komm hierher! Ich hab was für dich! Gib dich mir hin, Jackie! Endlich kann ich dich machen! Verdammt! Was zum Teufel ist das? Hast du das gesehen? So. Und schon bin ich wieder der alte Jackie. Aussehenden Kerlen begleitet wurde. Niemand, der mir bekannt vorkam. Wo ist dieses Stück Scheiße hin? Sie sind die Gasse runter. Der Rest unserer Leute ist vorne, damit ihr euch auf der Straße treffen könnt. Ich komme nach. Muss erst wieder zur Atem kommen. Mach sie fertig, Jackie. Dann ruh du dich mal aus. Wir gehen weiter. Sammle dich mit deinen Männern außerhalb des Restaurants. So, ob die mich wiedererkennen würden, ist die Frage. Achso. Nochmal einer. Und zack. Ah, RB war schlagen. So geht's. Jenny. Was zum Teufel? Jenny? Was? Hey, warte! Wo ist sie hin? Lügen. Lügen! So, einmal den hier. Ja, irgendwas ist passiert. Keine Ahnung, eine große Explosion. Haben Sie vermutet? So, den holen wir uns. Ach ja? Nee. Komm her. Voll in die Fresse. Da. So, meine Lieblingswaffe. Die 1911er. Jawohl. Mit der würde ich wahrscheinlich auch das halbe Spiel durchspielen. Au.
komm her. Scheiße, keine Munition mehr. Geiles Spiel, so wie ihr seht. Das Gameplay einfach nur geil. Ich hab es, Nakado. Er ist hier drüben. Jetzt bist du nicht mehr so hart, was? Nee. Bam. Bam. Hallo, Äffchen. Verdammt, bleib hier. Küsschen gefällig? Nö, danke. Aber danke für die Hilfe. Riecht hier so. Sag du's mir. Ich komme aus deinem Kopf. Oder hast du das schon vergessen? Komm schon, lass uns spielen. Ja, ich will auch ein bisschen spielen. Lass uns spielen. Kommen immer beide. So, es war denn Y und B denn nochmal? Das weiß ich jetzt gerade nicht mehr. So, Talente habe ich glaube alle gekauft. Schauen wir gerade mal. Ja, Talente habe ich alle. Gut. So, dann muss ich auch keine Herzen sammeln. Einfach nur durchrushen. So, aber ich nehme hier lieber die 1911er mit. So. So, dann mach mal das Tor auf. Tu mir einen Gefallen und versuch die Kiste da zu öffnen. So, dankeschön. Kommt her. So, was ist Munition denn nochmal? Munition X. Habe ich Munition bekommen? Komm her! Hey, 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 was für ein Gemetzel. So, wo sind die nächsten Gegner? Die jagen wir jetzt erstmal in das schwarze Loch. Scheiße, weg. So muss die Lichter hier ausschalten, glaube ich. Oh, der gehört zu mir. Sorry, Jungs.
So, nehmen wir einen Schutz mit. Na, kommt her! Und Kopf ab. Und nochmal Munition. Oh, mehr Munition können wir nicht bei uns führen. Oh, was war jetzt das? Y. Wow, wow, wow. Wollt's nur mal kurz testen. Ja, ziemlich viel Action und Geballer und Gemetzel. Kommt her! Oh, da habe ich fast den Zivilisten getroffen. Das wollen wir ja nicht. Nimm was du willst. Solange ich ein paar bekomme. Oh. Ihr glaubt, ihr könnt mich erledigen? Wer hat euch geschickt? Dankeschön. Ja, der pisst einfach dahin. Oh Mann. Das ist ein Traum, das ist ein Traum. Nein, es ist kein Traum. Das bin ich. Nein, das wollte ich nicht. So, das ist ein Schild. Na komm her. Nein. Ui. So, wieder voller Energie. Ah, hier geht's weiter. Ui. Haha.
immer mit dem schwarzes Loch habe, dann keiner mehr hier. Nein! So, erstmal nachladen. Dann geht's weiter. Ey, wer pisst mich an? Oh, das hat er davon. Ach, ihr habt den immer noch dabei. Der Schlingel. Aber der ist tot, oder? Boah. So, Munition brauchen wir. Boah, Kopf ab. Au, das war schlecht. Wow, jetzt bin ich tot, glaub. So, wir brauchen Leben. So, hier. Jenny. Jenny! Tanz mit mir, Jackie. Oh oh. Nein! Der Wirt darf nicht sterben! Moment. Wo zum Henker bin ich? Johnny. Nimm an, du würdest nur... Johnny? Johnny Powell? Was hast du hier verloren? Und wo zum Teufel sind wir? Lass dummes Zeug in deinen Kopf und alles ist durcheinander und seltsam und die Leute denken, du wärst verrückt. Okay. Tony. Was geht ab, Tony? Was ist passiert? Hast du die Typen gefunden, die uns ermorden wollten? Manchmal erkenne ich den Unterschied zwischen Obst und Gemüse nicht. Ach so. Ach Gott, wo bin ich hier? Ich muss hier irgendwie raus. Ich mag Trauben. Ach ja? Ich mag keine Bohnen. Aber ich mag Erdbeeren. Hast du Obst dabei? Kennen wir uns? Oh, Dr. Wick sagt, okay, da gehen wir lieber mal weiter, da. Bei denen stimmt's allen nicht mehr. Ui. Na, das war mal nur eine Vision. Ist der Todbringer. Was war das für eine Scheiße? So, ich glaube, hier beende ich die Folge 1. Und ich hoffe, du bist bei Folge 2 wieder dabei. Ciao!